Frage: Warum begrüßt die SPD die Wohngeldreform und warum war die Reform auch notwendig? Ja, für die SPD ist die Wohngeldreform sehr wichtig, deswegen haben wir sie auch sozusagen an führender Stelle vorangetrieben. Die Wohngeldreform ist wichtig, weil die Mietkosten und Energiekosten sowie allgemein die Wohnkosten stark gestiegen sind. Ja, das ist ein Thema, was die SPD in der Koalition sehr intensiv bearbeitet hat. Wir wollten diese Wohngeldreform unbedingt haben, weil es für viele Menschen, die sozial schwach sind, die nicht in der finanziellen Lage sind, diese Preisentwicklung, diese Verteuerung mit Lebensunterhaltung und Heizkostensteigerung etc., dass da eine Abhilfe geschaffen wird. Deswegen begrüßen wir ganz herzlich, dass auf Bundesebene dieses Gesetz beschlossen wurde. Jetzt geht es darum, dass wir dieses Gesetz auf kommunaler Ebene umsetzen wollen. Was sind die Inhalte der Wohngeldreform? Worum geht es genau? Bei der Wohngeldreform geht es darum, dass vor allem erstmal der Kreis der anspruchsberechtigten Haushalte stark erweitert wird. Also beim Wohngeld ist es so, dass es nicht einzelne Personen bekommen, sondern jeweils ein Haushalt bekommt das Wohngeld, zum Beispiel eine Familie. Und der Kreis der Familien, die das Wohngeld bekommen, wird stark erweitert. Wir rechnen damit, dass statt 600.000 Familien zukünftig etwa 2 Millionen Familien Wohngeld bekommen können, also über dreimal so viel. Darüber hinaus steigt auch sozusagen die Höhe, auch die Höhe der monatlichen Zahlung. Wer profitiert von der Reform? Das Wohngeld ist aus meiner Sicht eine sehr gute Sozialleistung. Das Wohngeld richtet sich an diejenigen Haushalte und Familien, die ihren Lebensunterhalt aus eigener Kraft bestreiten können grundsätzlich, die also beispielsweise zur Arbeit gehen, die aber die Wohn- und Energiekosten nicht aus eigener Kraft bestreiten können, die also im Grunde sozusagen etwas auch sehr viel für die Gesellschaft leisten, die arbeiten und Steuern zahlen zu einem sehr großen Teil, die aber über die gestiegenen Wohn- und Energiekosten dann so wenig Geld haben, dass es letztlich zu wenig Geld zum Leben wäre. Und genau an die Haushalte richtet sich das Wohngeld und das sind natürlich auch Haushalte, die wir ganz stark unterstützen möchten, denn die leisten ja auch sehr viel für die Gesellschaft. Nach den Schätzungen auf kommunaler Ebene jetzt aktuell rund 4.500 Haushalte beziehen Wohngeld. Nach den ersten Schätzungen und Berechnungen und Kalkulationen werden das wahrscheinlich 10.000, 11.000 Haushalte sein. Aus diesem Grunde sind selbstverständlich alle Menschen in Neumünster, die geringes Einkommen haben. Dazu zählen sowohl Rentner, Rentnerinnen oder auch Alleinerziehende oder auch eine Familie mit Kindern etc. können von Wohngeld profitieren und wir raten einfach, nutzt die Möglichkeit, stellt die Anträge, damit das berechnet wird. Um wie viel Prozent steigt das Wohngeld? Im Schnitt, also das Wohngeld wird immer individuell berechnet, das hängt natürlich davon ab, also zum einen, wie viel ein Haushalt eine Familie verdient, zum anderen hängt es natürlich auch davon ab, wie hoch die Wohnkosten sind, also entsprechend eine Familie vielleicht mit mehreren Kindern, die auch eine größere Wohnung braucht, die würde dann wahrscheinlich auch mehr Wohngeld erhalten. Das heißt, das Wohngeld ist immer grundsätzlich eine individuell berechnete Leistung. Wir rechnen aber damit, dass das Wohngeld sehr stark steigen wird. Es wird sich in etwa verdoppeln, also die durchschnittliche Zahlung an einen Haushalt, die wird sich von 170 Euro auf 380 Euro erhöhen. Also schon eine ordentliche Unterstützung, finde ich. Wie kommt man in den Genuss des Wohngeldes? Was muss man dafür tun? Dafür muss man einen Antrag stellen. Wir haben im Rathaus die Wohngeldstelle. Mit Mitwirken unseres Oberbürgermeisters Tobias Bergmann und des Jobcenters der Stadtwerke wurde eine Anlaufstelle neben dem Jobcenter in der Friedrichstraße 5 bis 7 eingerichtet. Dort können die Menschen hingehen, die jetzt schon Wohngeld beziehen, um eine Wohngelderhöhung zu beantragen oder auch die Haushalte, die bisher noch kein Wohngeld bezogen haben, dorthin gehen mit Einkommensnachweisen, Kostennachweisen und dort berechnen lassen, ob man Anspruch auf Wohngeld hat oder nicht. Aber ich kann nur dazu raten, diese Anlaufstelle zu besuchen und dort sich beraten zu lassen und einfach eine Berechnung erstellen zu lassen, ob Wohngeldanspruch besteht oder nicht. Wie weiß man, dass man berechtigt ist, Wohngeld- und Heizkostenzuschuss zu beantragen? Wo kann man sich da beraten lassen? Das ist auch eine sehr gute Frage. Also grundsätzlich kann man vielleicht selber schon ein bisschen ein Gefühl dafür haben. Also wenn man ein Einkommen hat, aber
vielleicht ein nicht so hohes Einkommen, und wenn man aber hohe Wohnkosten hat, dann die aber auch berechtigt sind, die man also auch nicht sozusagen jetzt einfach mal senken kann, weil man zum Beispiel eben Kinder hat und deswegen auch mehrere Zimmer braucht, dann man kann vielleicht schon ein bisschen ein Gefühl dafür haben, ob man Wohngeld bekommt. Wichtig ist es dabei zu wissen, dass Arbeitslosengeld 2 und Wohngeld sich gegenseitig ausschließen. Also wenn man jetzt beim Jobcenter am Arbeitslosengeld 2 Bezug ist, wird man in der Regel kein Wohngeld bekommen. Das ist wichtig zu wissen. Aber gerade für Menschen, die vielleicht ein nicht so hohes Einkommen durch Arbeit erzielen, also die einen Lohn bekommen oder die eine kleine Rente bekommen, für die kann es durchaus eine Möglichkeit sein. Und dazu gibt es einen Wohngeldrechner online. Das kann man einfach bei Google eingeben, Wohngeldrechner. Dann kann man seine Daten in den Wohngeldrechner eintragen. Das ist eine Internetseite vom deutschen Staat, vom Sozialministerium. Und dann kann man dort sozusagen schon mal einen ersten Anhalt bekommen, ob man Wohngeld bekommen kann oder nicht. Auch das Jobcenter hat eine Wohngeldstelle. Also gerade wenn man auch mit dem Jobcenter Kontakt hat, gibt es dort jetzt eine Ansprechstelle Wohngeld, eine Beratungsstelle. Man kann also auch, wenn man mit dem Jobcenter in Kontakt ist, dorthin gehen und sich dort auch beraten lassen. Man kann auch, wenn man sich schon relativ sicher ist, dass man Wohngeld bekommt, auch aber wenn man noch einzelne Fragen vielleicht hat, zu einzelnen Themen des Wohngelds, dann kann man auch einen Termin bei der Wohngeldstelle machen und sich dort beraten lassen. Es wird allerdings natürlich jetzt auch viele Antragsteller geben. Das muss man natürlich wissen. Da muss man auf einen solchen Termin möglicherweise ein wenig warten. Und zu guter Letzt, es gibt ja auch Sozialverbände, die in Neumünster aktiv sind. Es gibt beispielsweise den Sozialverband Deutschland, es gibt aber auch die Arbeiterwohlfahrt. Und die können auch eine Beratung in Wohngeldfragen sozusagen machen. Da müsste man sich aber sozusagen dort direkt hinwenden und fragen, ob die einen Termin haben und ob die einen da beraten können. Was muss die Stadt Neumünster tun, damit es zu einem reibungslosen Ablauf und Umsetzung der Reform kommt? Was fordert die SPD in diesem Zusammenhang? Das ist eine sehr wichtige Frage. Wir haben in der letzten Ratsversammlung am 15. November der Aufstockung der Personalstellen in der Wohngeldstelle zugestimmt. Die Verwaltung hatte dazu eine Vorlage eingereicht. Und das ist zwingend notwendig, um die Wohngeldreform auf kommunaler Ebene umzusetzen. Das ist von großer Bedeutung, weil ich hatte ja bereits die Zahlen erwähnt, 4.500 Haushalte mit den aktuellen jetzigen 5 bis 6 Stellen in der Wohngeldstelle. Wenn wir davon ausgehen, dass die Wohngeldberechtigten auf 10.000, 11.000 Haushalte steigen, dann muss natürlich die Personalstellen proportional ebenfalls angepasst werden. Ich hoffe, dass sehr viele auf diese offenen Stellen, die bereits ausgeschrieben sind, bewerben, damit die so schnell wie möglich besetzt werden. Weil wenn ab dem 1.1. der Anlauf oder Zulauf bezüglich der Anträge kommt, dann müssen die natürlich zeitnah bearbeitet werden, weil die Menschen das jetzt brauchen, und deswegen muss schnell die Anträge bearbeitet werden, damit die Menschen auch in den Genuss des Wohngeldes oder auch des Heizkostenzuschusses kommen. Wohnungspolitik geht aber weit über den Aspekt Wohngeld hinaus. Was fordert die SPD, um bezahlbares Wohnen möglich zu machen? Das ist mir persönlich ein ganz wichtiges Thema. Also das Glück eines Volkes oder eines Landes hängt ganz stark von der Menge und von der Qualität des Wohnraums ab. Es gibt Länder, die viele gute Wohnungen in hoher Qualität haben, und die Menschen sind dort sehr glücklich. Wir stehen da in Deutschland international im Vergleich auch nicht schlecht da, aber Wohnen ist ein schwieriges Thema. Oft sind Wohnungen heute teuer, sie sind manchmal auch in einem schlechten Zustand. Ich meine, wir kennen Neumünster, wir lieben alle Neumünster, aber manche Wohnungen sind auch einfach in einem schlechten Zustand. Deswegen ist es ganz wichtig, dass der Staat sich darum kümmert, dass es gute Wohnverhältnisse für die Menschen gibt. Dazu hilft natürlich einmal das Wohngeld. Es muss aber noch mehr passieren. Wir brauchen zum Beispiel starke Wohnungsbaugesellschaften, die in der Hand des Staates, der Öffentlichkeit sind. Wir haben in Neumünster ja die Wohnbau. Die Wohnbau, es ist gut, dass wir die Wohnbau haben. Die Wohnbau stellt ungefähr ein Sechstel der Mietwohnungen in Neumünster zur Verfügung, und viele Kunden der Wohnbau sind auch zufrieden. Aber an ein, zwei Punkten könnte die Wohnbau auch noch ein bisschen mehr machen. Da sind wir mit der Wohnbau auch im Gespräch. Also wichtig ist, dass der Staat sich zum Beispiel um die Wohnungsbaupolitik kümmert. Jetzt kommt die letzte Frage. Der Antrag wurde ja leider nicht genehmigt. Wie wird die SPD reagieren? Ja, es wurde leider unser Antrag in der letzten Ratsversammlung am 15.11. nicht genehmigt, beziehungsweise von der Ratsversammlung nicht beschlossen. Uns ging es inhaltlich ja nicht darum, um das Wohngeld auf kommunaler Ebene zu beschließen. Das ist eine Bundesgesetzgebung. Uns ging es bei unserem Antrag um die Umsetzung auf kommunaler Ebene. Wir haben von Anspruchsberechtigten gesprochen, wie Rentnern, vielleicht Alleinerziehende, vielleicht auch eine Familie mit zwei Kindern mit geringem Einkommen.
Uns ging es darum, dass die Stadtverwaltung aufgefordert wird, das Bundesgesetz auf kommunaler Ebene proaktiv umzusetzen. Dazu gehört es auch Informationspflicht. Wenn wir an ältere Menschen, Rentner und Rentnerinnen denken, die in sozialen Medien nicht unterwegs sind, die über Internet diese Informationen sich nicht einholen können. Es gibt das Seniorenbüro, die machen eine tolle Arbeit, die haben sehr viel Kontakt zu Senioren und Seniorinnen. Und uns ging es darum, dass dort in Beratungsstrukturen oder in Projekten auf das neue Wohngeldgesetz hingewiesen wird, damit die Menschen einfach von diesem Recht Gebrauch machen. Und diese proaktive Umsetzung des Bundesgesetzes wurde durch unseren Antrag, sollte unterstützt werden. Das wurde leider nicht bewilligt, aber wir hören nicht auf, um unsere Bürger und Bürgerinnen in Neumünster zu informieren. Deswegen freue ich mich umso mehr über dieses Interview, die Möglichkeit über Neumünster TV, diese Information an Neumünsteraner und Neumünsteranerinnen zu verbreiten, zu informieren. Und deswegen bedanke ich mich für diese Möglichkeit und wünsche Ihnen viel Erfolg und viel alles Gute in Ihrer Arbeit. Vielen Dank. Sehr gerne.